Hallo, ich bin Severin Krüger und ich zeige ganz fix ein paar Übungen, um auch im Homeoffice ein bisschen mobil und beweglich und so ein bisschen locker zu bleiben und vielleicht auch um euren Rücken so ein bisschen zu unterstützen. Okay, wir starten direkt mit ein paar Nackengeschichten. Dafür einfach den Kopf von Seite zu Seite drehen, nicht zu schnell von Seite zu Seite drehen. Die nächste Übung wäre den Nacken vorwärts und rückwärts bewegen, also sozusagen nicken und vor allem große Bewegungen machen. Das macht man so 3-4 Minuten, beide Seiten, damit man ein bisschen mobil wird. Und dann darf man direkt in die erste Dehnung gehen. Die erste Dehnung, einfach nur die Hand an die Seite des Kopfes. Man zieht sich leicht zur Seite und schon zieht es hier an der Seite des Nackens, wer es dann noch intensiver möchte. Nimmt den freien Arm, zieht die Hand zu sich ran und die Schulter nach unten und schon ist die Dehnung hier an der Seite viel, viel, viel stärker. Genau, das auch wieder 45 Sekunden etwa pro Seite, mehr ist immer besser und dann einfach wechseln. Genau, das gleiche noch auf der anderen Seite, Schulter nicht vergessen runterzuziehen und schon hat man etwas für die seitliche Muskulatur am Hals, am Nacken getan. Als nächstes Problemfall hinterer Nacken. Dafür Hände an den Hinterkopf nach vorne lehnen. Ellbogen zeigen nach vorne. Und jetzt einfach nur das Gewicht der Arme auf den Hinterkopf lasten lassen, so dass der hintere Nacken etwas auseinandergezogen wird. Und wer das Ganze noch intensiver möchte, lehnt sich etwas nach vorne und sorgt dafür, dass die Dehnung von dem Nacken eben auch ein bisschen in den oberen Rücken geht. Die hängt zusammen und deswegen zieht es eben auch im Nacken und im Rücken. Und wenn ihr das Ganze löst, nach 45 Sekunden mindestens, einfach Hände loslassen und dann erst den Kopf anheben, damit nicht so viel Druck sozusagen auf der Muskulatur liegt. Als nächstes eine super schöne Lockerungsübung, einfach nur pendeln. Dann stellt man sich einfach mal, nachdem man ein paar Stunden am PC saß, hin, trinkt vielleicht einen Schluck, geht vielleicht einmal durch die Wohnung und pendelt. Pendeln sorgt dafür, dass wir unsere Rumpfmuskulatur aktivieren, also ein bisschen den Bauch, ein bisschen den unteren Rücken. Und das sind Muskeln, die uns den Tag über eben unterstützen, auch beim Sitzen. Und deswegen kriegt man so ganz simpel ein bisschen Bewegung in den Körper rein. Und wer jetzt noch die Hände öffnet und schließt, der sorgt dafür, dass sie auch ein bisschen durchblutet werden. Ja, wir treiben jetzt sozusagen das Blut in die Finger. Ich habe im Winter immer relativ schnell kalte Hände, deswegen mache ich sowas auch ganz gerne mal. Okay, als nächstes strecken und öffnen. Das ist eine ganz simple Variante, um eure Brustmuskulatur und eure Schultermuskulatur zu öffnen. Ihr kennt das vielleicht, man sitzt ganz lange und neigt sich nach vorne. Und jetzt arbeite ich am PC und dann bewegen sich die Schultern nach vorne, die Brustmuskulatur verkürzt und man entwickelt so eine Art Buckel. Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen immer schön aufrecht stehen, gerade sein und da gibt es ganz, ganz leichte Tricks, um sich eben wieder aufzurichten. Und das machen wir jetzt in so einer mobilen Übung. Dafür die Hände einfach nach vorne nehmen, Hand übereinander stellen, Kopf taucht ab, Arme gehen nach vorne und ich zeige das Ganze auch nochmal von der Seite. Ich stelle mich gerade hin, schiebe die Arme nach vorne und schiebe so doll ich kann nach vorne, löse das Ganze und öffne mich. Ich öffne mich, ziehe die Arme nach hinten, so dass ich auch einen Zug hier in der Schulter spüre, meine Brust sich nach vorne öffnet und dann gehe ich wieder nach vorne und mache mich wieder klein. Öffnen, Arme gehen nach hinten, Kopf geht auch leicht nach hinten, man merkt wahrscheinlich auch einen leichten Zug im Bauch. Und wieder nach vorne, strecken, entspannen. Und das kann man locker 3-4 Minuten machen, um einfach so ein bisschen Bewegung auch in die Brustmuskulatur, in die Schultermuskulatur zu bekommen und vielleicht sogar ein bisschen was für den Nacken zu tun. Das ist sehr, sehr angenehm und man kommt in Bewegung. Okay, als nächstes aushängen. Das ist meine absolute Lieblingsübung. Das kann man im Sitzen machen oder im Stehen. Ich zeige es heute einfach im Stehen. Dafür breitbeinig hinstellen, leicht in die Knie gehen, so dass die Kniespitzen, nicht über die Zehen herausragen, sondern dass der Po eher ein bisschen weiter nach hinten geht. Das sieht dann nicht so aus, sondern so. Und jetzt verschränke ich meine Arme ineinander
und lehne mich nach vorne. Lass sozusagen meinen Oberkörper fallen, mein Kopf hängt einfach, meine Schulter hängen, meine Arme sind halbwegs locker und ich atme ganz entspannt. Und jetzt ist es der Moment, wo unser Rücken endlich mal Ruhe erfährt. Locker atmen, gerne durch die Nase ein und durch den Mund ausatmen. Der untere Rücken wird auseinandergezogen und erfährt endlich etwas Ruhe. Und wenn ihr jetzt aufsteht, macht es schön langsam. Löst erst die Hände, stellt sich vielleicht sogar auf die Knie ab, drückt euch langsam hoch und hebt den Kopf an. Am Ende erst den Kopf anheben. Nach der Übung kann es sein, dass man ein bisschen Schwindel verspürt, das ist ganz klar, weil das ganze Blut sozusagen absackt in Richtung Kopf und nach 30 Sekunden ist das auch wieder alles in Ordnung. Okay, als nächstes kleine Übung für die Beine. Beine sind wichtig, weil wer einen gesunden Rücken haben will, muss auch etwas für die Beine tun, weil die Beinmuskulatur ist viel, viel stärker als der Rücken und die unterstützt die Rückenmuskulatur. Das heißt, wer lange sitzt, sitzt sich die Beinmuskulatur und die Po-Muskulatur weg. Deswegen ab und zu aufstehen, ein bisschen bewegen, ein bisschen was für die Beine tun, damit der Rücken nicht die ganze Last tragen muss. Okay, dafür ganz simpel, einfach ein paar Kniebeugen machen. Man muss sie gar nicht so tief machen wie ich. Wichtig ist mir dabei nur, dass die Knie wieder nicht über die Zehenspitzen raussagen, sondern dass der Po nach hinten weggeht. Leichte Kniebeuge und aufrichten. Leichte Kniebeuge und aufrichten. Und davon macht man dann 10, 20 Stück. So viel wie man will, einfach nur damit man auch ein bisschen warm wird, bevor man jetzt hier gleich auch noch eine Dehnung geht. Und immer darauf achten, dass man das schön kontrolliert macht. Ich mache das noch einmal vor. Po geht nach hinten raus, leicht runter und wieder strecken. Und dann geht man wieder runter. Ganz leicht, ganz, ganz leicht. Das Wichtigste dabei ist, dass man langsam runter geht und ein kleines bisschen schneller nach oben kommt, damit die Muskulatur auch aktiviert wird. Okay, als nächstes noch einmal eine Dehnung für den Hüftbeuger, auch eine Muskulatur, die verkürzt durchs lange Sitzen. Dafür gehen wir einfach nur in die Schrittstellung und lehnen uns so ein kleines bisschen nach vorne. Also so ein bisschen das Bein nach vorne schieben, nach vorne knicken und im hinteren oder im hinteren Bein eher gestreckt sein und jetzt leicht nach hinten lehnen. Wenn man sich nach hinten lehnt, merkt man meistens eine Bauchdehnung, aber der Muskel, der uns interessiert, der liegt hier, direkt nahe der Leiste. Und jetzt einfach nach hinten lehnen und man merkt wahrscheinlich schon sehr schnell hier einen Zug. Das ist ein Muskel, der einfach verkürzt, weil wer lange sitzt, der benutzt diese Muskulatur nicht. Und es ist ganz klar, dass dann die Muskulatur verkürzt und eben nicht mehr im Normalzustand, in diesem schönen, ausgehangenen, entspannten Zustand ist. Deswegen ziehen wir es auseinander, damit wir wieder ganz normal unterwegs sein können. Sehr gut. Kurz locker lassen. Andere Seite nicht vergessen. Ein Bein vor, leicht nach vorne lehnen. Und jetzt habe ich dasselbe Bein nochmal gedehnt. Selbes Spiel, andere Seite nach vorne lehnen. Und so ein bisschen das Becken vorschieben. Oberkörper geht nach hinten und schon merkt man hier in der Leiste, im Hüftbeuger, einen wunderschönen, ja, nennen wir ihn Dehnungsschmerz. Es ist kein Schmerz, es ist einfach ein leichter Zug. Das einfach wieder 45 Sekunden mindestens halten. Und schon hat man auch die Muskulatur hier gelockert. Jetzt noch eine letzte Übung, die mir besonders gut gefällt, für die Po-Muskulatur. Und dann haben wir es geschafft. Dafür vielleicht einen Hocker nehmen oder einen Sitz. Zack. Einfach hinsetzen, ein Bein aufschlagen, so dass der Fuß auf dem Knie ist und die freie Hand auf das Knie ablegen, also den Ellbogen auf das Knie ablegen, die andere Hand auf den Fuß und jetzt lehnen wir uns einfach nach vorne. Und man wird schnell merken, dass auf einmal die Po-Muskulatur und die äußere Oberschenkelmuskulatur stark anfängt zu ziehen. Und das ist eine Übung, die kann man, während man im Zoom-Call oder während man im Gespräch mit Kollegen ist, einfach ganz simpel einbauen, Bein aufschlagen, leicht nach vorne lehnen. Man kann trotzdem weiter dem Gespräch folgen und dehnt seine Oberschenkelmuskulatur. Gleiche natürlich auch für die andere Seite. Bein aufschlagen, guten Stand haben, hier drauf drücken auf den Fuß, hier drauf drücken
auf das Knie, leicht nach vorne lehnen und schon zieht es im äußeren Oberschenkel bis in die Po-Muskulatur. Super, das war's von mir. Es waren ein paar kleine Tipps, um so ein bisschen beweglich zu bleiben im Homeoffice, bei der Arbeit oder wo auch immer ihr seid. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir. Ich bin immer da. Ich bin Severin Krüger. Macht's gut. Ciao.